Ich grüße euch, Freunde, und willkommen zurück bei Scan and Bones. Und diesmal ist es die erste Nachforschung, die wir bekommen, ist nämlich Freeman's Schatz. Also mein Schatz, keine Ahnung. Ich dachte wirklich am Anfang, dass es spielerbasiert ist. Ihr seid genauso, kennt das ja alle, ihr seid genauso Glückspilz wie Freeman. Hatte ich gedacht, das wäre auf jeden Spieler bezogen, aber nein. Es ist eine Nachforschung von Freeman, ist nämlich ein Piratenfürst. Und ja, um diesen Schatz geht's heute. Und ich fange einfach mal an. Ich lasse es einfach mal durchlaufen, weil halt es mit meinem Namen verbunden ist. Also von daher. Und ja. Ahoi, Pirat. Seid gegrüßt. Der Vorhang ist aufgegangen, die Wolken verziehen sich und etwas Silber vom Schatz der Sradu kommt zum Vorschein. Ein gemeinsamer Kampf verbindet uns. Nehmt diese Schatzkiste als Belohnung für eure Mühen und stiftet weiter fleißig Unruhe auf See. Solltet ihr mich suchen, richtet den Blick gen Norden zur arabischen Halbinsel. Dort ruft das Abenteuer. Gebt uns die Freiheit oder gebt uns den Strick. So, das war Freemans erste Nachricht. Also, ich sollte Freeman und seine Beute vor der Sadur finden. Ja, um das natürlich anzufangen, müssen wir erstmal der Fall Nanit raus, alles was hier unter dieses Freeman verlorenen Schatz ist, alles abschließen. Dann bekommen wir nämlich. Captain Uriko Freeman. Ja, jetzt ist. Es gibt viele Fabeln. Ahoi, Pirat. Dann bekommen wir natürlich hier, nämlich das Rechte. Freeman hat einen Teil des Schatzes am Außenposten Bankit Kani zurückgelassen. Wenn wir natürlich das hier alles fertig haben, dann können wir Freemans Schatz wirklich erst finden. Also, Captain Uriko Freeman. Es gibt ja. viele Fabeln, Gerüchte und Geschichten über meine Person. Nein, ich will Berühmt anhalten. oder best. Ahoi, Pirat. Anhalten. So, dann müssen wir natürlich, nachdem wir alles gemacht haben, so, nachdem wir natürlich das alles gemacht haben, ja, labert er trotzdem leider weiter. Hätte ich eigentlich auch gar nicht vorher aufnehmen müssen. Jedenfalls geht es um diesen Hammer, ihr seht das schon. Und dieser befindet sich eigentlich wirklich, es ist relativ einfach, wenn wir wirklich die ganzen anderen Sachen abgeschlossen haben. Es ist wirklich ein einfacher Schatz und auch relativ viel Kohle und natürlich auch. Ich finde den Hammer eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich nehme auch Freemans. Ja. Alles eigentlich mit. Poki Kani habe ich gerade gezeigt, wo es ist. Und einfach hier wirklich. Hier nehmen ist der Schatz. Ja, ich weiß, er erzählt trotzdem noch weiter. Ich finde das einfach toll, weil mein Name damit auftaucht. Und in der Schatztruhe befindet sich. Werden wir gleich sehen. Bestand aus den tapfersten Seelen, die den Unterdrückern. Nämlich, da haben wir es erstmal eine Nachforschung. Ahoi, Pirat. Abgeschlossen eine Truhe. 600 Erfahrungspunkte. Gerüchte und Geschichten. Und die Truhe, wo ist sie denn? Da ist sie. Also, eiserner Wille. 10.000 Silber. Bisschen Zinkbarren, ein bisschen Holderbeeren, Scheibenglas. Habe ich einfach am Anfang ganz sehr gut gebraucht. Macht's gut, Leute, Hier bis zum nächsten sucht Mal. mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.